Herzlich willkommen bei uns am Spieltisch. Heute gibt es ein Review zum Spiel Scotland Yard. Genau. Das Ganze ist im Ravensburger Verlag erschienen. Spricht jetzt Menschen von 10 bis 99 Jahre an und ist für 3 bis 6 Spieler ungefähr ja, vorgeschlagen. Wobei ich sagen würde, zwei Spieler würden auch gehen. Es wird halt ein bisschen langweiliger dann. Das Ganze kann man auf Amazon kaufen, ist momentan sogar heruntergesetzt, also zum momentanen Zeitpunkt, wenn ihr es holen wollt, jetzt auf 22 Euro, kostet sonst um die 50 Euro. Also, falls ihr Bock habt, holt es euch auf jeden Fall jetzt. Das Ganze ist Spiel des Jahres 1983 geworden. Auf jeden Fall eines der neueren Spiele somit. Hat den Kritikerpreis gewonnen. Spieldauer, würde ich sagen, ist abhängig davon, wie gut die einzelnen ja, Detektive oder Mr. X spielen. Dazu aber gleich mehr. Ich würde so schätzen, so zwischen 20 Minuten, also Viertelstunde, 20 Minuten und Dreiviertelstunde, Stunde. Also wahrscheinlich auch durchaus abhängig von, wie intuitiv man spielt. Wenn genau. Man jetzt viel redet, viel drüber nachdenkt. Viele Skizzen macht dazu. Wie ihr im Video vielleicht gesehen habt, dann kann es auch durchaus länger dauern. Es kommt halt immer darauf an, wie viel Zeit man sich wirklich lässt pro Runde. Genau. Was ist das Ganze für ein Genre an sich? Am naheliegendsten ist es ein Detektivspiel, aber auch ein Strategiespiel, würden wir sagen. Ja, vielleicht auch ein Familienspiel, weil man das Ganze natürlich in der Familie gut spielen kann. Suchspiel, laut Ravensburger. Ein Suchspiel. Ja, macht Sinn. Natürlich ein Brettspiel, wie ihr sehen könnt, weil das Ganze auf dem Brett gespielt wird. Ja, gut, genau. Müssen wir jetzt nicht extra sagen. Ja. Worum geht es hier? Also man sieht hier die Londoner Stadtkarte und schon mal zwei, drei Figuren hier. Die zwei, drei Figuren stellen Detektive dar und dann gibt es noch eine unsichtbare Figur, das ist der sogenannte Mr. X. Der Mr. X muss versuchen, über 24 Runden unentdeckt von den Detektiven umherzuschleichen. Wenn er das geschafft hat, gewinnt Mr. X. Falls die Detektive auf das gleiche Feld kommen wie Mr. X, haben die Detektive gewonnen. Genau, das heißt, wir haben unterschiedliche Farben auf diesen ganzen Feldern, auf denen man sich bewegen kann. Gelb, grün und pink. Wobei man immer nur von einer Farbe zur gleichen Farbe, also man kann nur von Gelb nach Gelb, von Grün nach Grün oder von Pink nach Pink fahren, wenn man das jeweilige Ticket einlöst. Gelb entspricht einem Taxi, Bus entspricht dem Grünen und Pink entspricht der U-Bahn. Soweit, so gut. Man hat als Mr. X natürlich noch einige Vorteile gegenüber den einzelnen Detektiven. Die Detektive kriegen 10 Taxis, 8 Bus und 4 Underground-Tickets und der Mr. X bekommt zusätzlich 2x2 Karten und 3, also beziehungsweise so viele Black-Tickets, wie es Detektive gibt. Mit den Black-Tickets kann man alles fahren, sogar Fähre und mit den x2-Tickets kann man auch alles fahren und kann 2 Züge hintereinander machen. Jedoch müssen diese beiden Züge, die direkt hintereinander gemacht werden, von dem gleichen Transportmittel genutzt werden. Das heißt, ich kann 2x Taxi fahren, ich kann 2x U-Bahn fahren oder 2x auch Fähre fahren. Also man kann auch dieses Black-Ticket dafür benutzen. Man kann übrigens nur mit dem Black-Ticket Fähren fahren, sonst. Also und dem x2-Ticket. So, das ist erstmal so der grundlegende Ablauf von dem Spiel und Ziel des Spiels. Beginnen, also man sucht sich nicht am Anfang irgendein Feld aus, bei dem man startet, sondern man zieht tatsächlich, jeder zieht eins, die Detektive können es offen ziehen und der Mr. X zieht es halt verdeckt und muss sich halt dann merken, wo er ist. Der Mr. X kriegt zusätzlich dazu noch dieses, ja, dieses kleine Brett, ein Schreibbrett, wo er notieren muss, wie er gefahren ist und je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel er gefahren ist, muss er die jeweilige Stelle auch mit dem jeweiligen Verkehrsmittel zudecken. Jetzt wäre es natürlich ziemlich unfair, wenn der Mr. X einfach die ganze Zeit unsichtbar umherfahren könnte und die Detektive keinen Anhaltspunkt haben. Deswegen beginnt ab Runde 3 und folgend jede fünfte Runde muss sich der Mr. X zeigen auf das Feld, auf dem er gerade steht, auf dem er gerade gelandet ist.
Dann dadurch erhalten die Detektive immer wieder einen Anhaltspunkt, wo ist er jetzt und wo müssen wir uns sortieren, dass wir ihn jetzt möglichst einkreisen können und dann fangen können. Genau. Hast du noch irgendwelche Ergänzungen zu den Regeln, was dir jetzt einfällt, was ich vielleicht vergessen habe? Oder zum Spielablauf generell? Nein. Nein. Ich denke nicht. Okay. Dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wird das Spiel relativ eintönig, wenn man es öfter spielt? Oder im anders gesagt, es ist abwechslungsreich. Ja, an sich würde ich sagen, sowohl als auch. Also es ist in einer gewissen Art und Weise ja, eintönig, weil immer das Gleiche. Du hast immer Detektive, die versuchen, Mr. X zu fangen und du hast immer diesen Mr. X, der versucht, von den Detektiven abzuhauen. Aber dadurch, dass der Mr. X von den Personen durchgetauscht werden kann oder auch sollte, hat man immer andere Spielstrategien. Wie ihr zum Beispiel im Video gesehen habt, gibt es den Taxifahrer, der die ganze Zeit versucht, mit dem Taxi irgendwo lang zu schlängeln. Man könnte aber genauso gut darauf setzen, möglichst weit, weil die U-Bahn immer am weitesten fahren, die ganze Zeit U-Bahn zu fahren, um möglichst viel Strecke hinter sich zu legen. Oder man bezieht sich mehr auf die Black Tickets und versucht, dass man dreimal hintereinander, um komplette Verwirrung zu stiften, zu schaffen, mit dem Black Ticket fahrt oder sonst was. Also es gibt ganz viele verschiedene Varianten, wie man als Mr. X spielen kann. Und dadurch würde ich sagen, ist es doch ziemlich abwechslungsreich. Oder es kann abwechslungsreich gestaltet werden. Es hängt also nicht vom Spiel ab, ob es abwechslungsreich ist, sondern von den Personen, die es spielen, also die das Spiel spielen. Ja, also ich finde auch, klar an sich, das Spielprinzip ist simpel. Jeder startet irgendwo, man muss den Mr. X finden. Aber dadurch, dass man hier, wie viele Felder sind es? 199? Ja. 199 Felder hat. Das heißt, Mr. X kann am Anfang auf 199 Feldern sein. Und nicht ganz, aber also in der Theorie, es gibt glaube ich nur 60, okay. 60 Anlaufstellen. Dann auf 60 verschiedenen. Sobald er sich einmal bewegt, kann er dann wahrscheinlich auf jedem sein. Ja. Und dadurch ist es, glaube ich, kein Spiel wirklich das Gleiche. Also es ist klar, von der Herangehensweise hat man wahrscheinlich immer so Präferenzen, auch wenn man es in derselben Gruppe öfter spielt. Aber ich glaube auch, dass es nie das Gleiche sein wird. Also ich glaube, abwechslungsreich, hast du schon recht, ist von den Spielern abhängig, aber dadurch, dass es immer so eine Katze-Maus-Jagd ist, wird es, glaube ich, wechselt sich das immer sehr gut ab. Genau. Dann noch zur Optik, wie ist das Spiel aufgebaut? An sich würde ich sagen, ist das Spielbrett an ziemlich simpel gehalten. Ja, man hat einfach den Hauptteil, den man benutzt, sind einfach nur ein paar Striche und Zahlen, die mit drei unterschiedlichen Farben gekennzeichnet werden, wie man von einer Station zur nächsten kommt. Ich finde es aber recht cool, dass doch einzelne Häuser, dass die Umrisse so dargestellt werden. Es sind viele verschiedene Farben aufgemalt. Also es ist wirklich, als würdest du so eine Miniaturansicht, so eine kleine grafische Vereinfachung der Londoner Stadtkarte sehen. Du siehst, du hast sowohl Parks hier drin, du hast die Themse drin. Du hast die Sehenswürdigkeiten hier, King's Cross. Sind sogar alle beschrieben, also ja, bei den größeren Sehenswürdigkeiten hier, Tower Bridge auch, hast du über den Namen dabei stehen. Also ich finde es an sich schon optisch ansprechend, also oder ich finde es dem Spielstatus entsprechend. Also ich finde, es ist an sich ein relativ simples Spiel und so ist es auch gestaltet. Genau. Falls man aber doch keine Farben möchte, die Rückseite ist komplett das gleiche in Schwarz-Weiß. Genau. Ah, okay, ist nicht das gleiche. Ist ohne Zahlen. Habt ihr ohne Zahlen und könnt lang gehen. Aber also an sich. Tatsächlich, ja, ich habe es anders in Erinnerung gehabt. Aber. Okay, also die Rückseite ist nur eine Londoner Karte mit Straßennamen, also Rückseite funktioniert leider nicht. Aber vielleicht nett zum Anschauen. An sich. Falls man rot-grün blind sein sollte, das ist auch klug gelöst, weil die U-Bahn-Stationen sind jeweils mit gestrichelten Linien. Das Problem ist nur vielleicht die U-Bahn-Stationen zu erkennen, wenn man wirklich den Unterschied zwischen pink und grün nicht sehen sollte. Ich weiß nicht, ob das ein Problem sein kann. Falls ja, müsste man da irgendwie damit klarkommen. Wobei das gut gelöst ist, finde ich, da die U-Bahn-Stationen immer in der Mitte ausgemalt sind.
und Bus immer oben ist. Stimmt, stimmt. Also das Einzige, das stimmt. Das heißt, wenn die, falls ihr nicht unterscheiden könnt, alles, was nicht gelb hier in der Mitte ist, sind die ist eine U-Bahn-Station. Genau. Genau, das ist sehr klug gelöst. Ich finde dieses Einfache, was du gesagt hast, ist, finde ich, hier auch notwendig. Also, dass du wirklich nur diese Nummern hast. Ja. Du hast genug Probleme, 199 von den Nummern und diesen Linien, wo du von wo nach wo du gehen kannst, dir zu merken und deinen Überblick zu behalten. Und vor allem als Mr. X, weil du ja nicht unendlich lange auf die Stelle starren kannst, wo du gerade bist. Deswegen finde ich das ziemlich gut, ziemlich einfach gehalten. Die Nummern sind relativ groß da, die Farben sind ziemlich eindeutig. Und deswegen braucht es dieses Einfache auch, dass das Spiel überhaupt so gut funktioniert. Weil wenn du jetzt mega verschnörkelte Stadt hättest, hättest du ja keine Chance, dich irgendwie da zurechtzufinden. Ja, na, auf jeden Fall. Genau, man muss sagen, das ist jetzt auch nicht die neueste Ausgabe von dem Spiel, das ist schon eine etwas ältere Ausgabe. Die, was ihr momentan kaufen könnt auf Amazon, ist vom Spielprinzip das gleiche, nur die Karte sieht ein bisschen anders aus und euer Schreibbrett sieht auch ein bisschen anders aus. Die Farben haben sich ein bisschen geändert, aber im Grundlegenden ist es genau das, wie wir es auch gespielt haben. Also die Spielregeln sind gleich geblieben. Dann, wenn wir den Gesamteindruck betrachten, muss ich persönlich sagen, finde ich es auf jeden Fall von der Zusammensetzung aus, wie der Spielidee mit Umsetzung, über wie es dann tatsächlich gespielt werden kann, finde ich es einfach sehr gelungen, das Spiel. Und ja, also ist auch eines meiner Lieblingsspiele, muss ich sagen, weil du immer so eine große Anzahl an verschiedenen Zügen hast, die du machen kannst. Ich wiederhole mich einfach nur, aber ich finde, du hast einfach so viele Möglichkeiten, wie du agieren kannst. Also deswegen, Gesamteindruck ist von mir top. Geht mir genauso. Ich finde vor allem den Aspekt, dass du ähnlich wie beim Schach sowohl als Mr. X als auch als Spieler so viele Züge nach vorne planen musst. Klar, beim Schach musst du eine Milliarde Möglichkeiten, musst du es überlegen, aber hier ist ja auch ähnlich. Du musst einfach dein Gehirn anstrengen und dir überlegen, du siehst jetzt in der dritten Runde, okay, der war hier, dann fährt er jetzt einmal mit dem Bus, das heißt, er kann zum Beispiel nicht hier, nicht hier, nicht hier oder so sein, und du kannst dir überlegen, in welche Richtung bewegt er sich und wo muss ich mich dann hinbewegen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, du spielst ja als Scotland Yard, also als Detektiv, spielst ja zusammen. Ja. Und dieses Kommunikative, dass du zusammen einen fangen kannst, das finde ich auch richtig gut, weil du halt dich zusammen die Strategie dir überlegen musst und abstimmen musst und einfach ja wirklich zusammen eine Lösung findest. Und ich finde, das ist auch ein richtig guter Aspekt, weil Lösungsfindung, dass man das kann, wird, finde ich, meiner Meinung nach mega unterschätzt. Und das ist richtig geil, dass das Spiel das fördert. Was ich auch ganz cool finde, also erstens muss man sagen, dass die verwendeten Tickets gehen sofort an Mr. X. Das bedeutet, man muss auch darauf achten, wenn ich jetzt 10-mal Taxi gefahren bin, kann ich nicht nochmal Taxi fahren. Das heißt, nach den 10 Taxis möchte ich nicht auf einem Feld stehen, das nur gelb ist. Weil dann verfallen meine Bus- und U-Bahn-Tickets, ich kann gar nicht mehr fahren. Das heißt, da muss man auch immer ein bisschen drauf achten, wann benutze ich jetzt welches Ticket. Es gibt auch viele Felder, wo man zum Beispiel nur mit einem Transportmittel fahren kann. Hier zum Beispiel kann man nur mit dem Bus lang fahren. Es gibt Wege, hier kannst du nur mit dem Taxi fahren. Da kann man nur mit dem Taxi fahren. Also es gibt wirklich Wege, die man ausschließlich nur mit einem Transportmittel fahren muss. Das heißt, man muss auch darauf achten, wann benutze ich jetzt welches Verkehrsmittel. Natürlich hat man am meisten Taxi, dann Bus und dann U-Bahn. Das bedeutet aber nicht, dass man dann auch wirklich jedes Mal Taxi fahren muss, nur weil Taxi möglich ist. Genau. Dann so, ja, würde ich soweit zum Rating übergehen, außer du hast noch irgendwelche Anmerkungen. Empfehlenswert würde ich, also wenn wir eine kurze Empfehlung aussprechen sollten. Ich finde es auf jeden Fall geil. Falls ihr euch überlegt, es zuzulegen, macht, weil man kann es mit jedem spielen. Es ist ab 10 Jahren. Weiß nicht, ob es mit 10 schon wirklich so gut funktioniert, weil man wahrscheinlich nicht genug überlegt und eher das intuitiv macht. Kann aber auch lustig sein. Wahrscheinlich aber, wenn es ein Erwachsener mit
fünf Kindern spielt, so. Ist wahrscheinlich frustrierend für den Erwachsenen. Das kann aber auch echt lustig sein für die Kids, dass die halt wirklich versuchen, einer muss weglaufen, die anderen müssen versuchen, den zu bekommen. Kann es auch echt lustig sein für die Kids. Also ich glaube, dass es nur empfehlenswert ist, weil es einfach Spaß macht. Man muss denken, man muss Lösungen finden, man muss zusammenarbeiten. Und du hast so einen Kick dabei, vor allem wenn du Mr. X bist, das dass du einfach vor denen auf der Flucht bist, alle fünf Runden zeigen musst, wo du bist. Und deswegen von mir aus nur empfehlenswert. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es sehr empfehlenswert. Du hast einfach, wenn du es öfter spielst, du lebst dich in die einzelnen Rollen rein, du musst wissen, wie spielst du mit deinen Detektivfreunden zusammen, um den Mr. X zu finden. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn du auch mal der Mr. X warst, um die Gedankengänge vielleicht hinter dem momentanen Mr. X zu verstehen. Okay, ich muss mich jetzt halt vor den Detektiven verstecken. Dann gibt es immer, was ich besonders cool finde, man hat hier so zwei Parks, durch die man mit dem Taxi so cool durchfahren kann. Das heißt, die kann man gut als Möglichkeit nutzen, um vielleicht Detektive abzuschütteln oder wenn man davor ist, genau die umgekehrten Gedanken zu benutzen. Die denken jetzt safe, dass ich da durchfahre oder genau hier unten. Man kann einmal von oben nach unten mit einem Taxi durchfahren und es legt an sich eine riesen Strecke um, weil man 6-7 Stationen braucht, um außen rumzufahren. Das heißt, wenn ich hier stehe und Taxi benutze, denken viele vielleicht, dass ich jetzt nach oben gefahren bin und dabei bin ich eigentlich nach unten gefahren. Also man kann übelstes Mindgame auch spielen, wobei man dann von Vorteil ist wieder, wenn man selber schon beide Parteien mal gespielt hat, um zu überlegen, okay, was ist jetzt am wahrscheinlichsten. Also auf jeden Fall, wer so Strategiespiele, Suchspiele, Detektivspiele gerne spielt, auf jeden Fall empfehlenswert. Probiert's aus und ja, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Genau, dann zum Rating an sich haben wir unsere definierten 10 Kategorien. Angefangen mit Abwechslung, haben wir vorher schon angesprochen. Abwechslung würde ich eine 7 von 10 geben. Also das Rating jetzt ist meine subjektive Meinung. Der Erik wird dann noch seine Meinung ein bisschen dazugeben, ob er davon abweicht oder ob er zustimmt. Ich würde 7 von 10 geben, einfach weil es doch im Grundprinzip das gleiche ist. Aber es einfach durch die Vielzahl oder durch die Anzahl an Spielern komplett unterschiedliche Züge annehmen kann. Ja, also stimme ich zu. Mehr Abwechslung, also höheres Rating in Abwechslung, wird wahrscheinlich nur gehen, wenn du irgendwie Regeln änderst, also verschiedene Regelvarianten bietest, mehr Fortbewegungsmöglichkeiten oder irgend sowas. Also vielleicht auch noch von den klassischen Hubschrauber. Falls ihr nicht wisst, was wir meinen, schaut im Video auf jeden Fall vorbei, wo wir das Spiel spielen. Vielleicht auch für verschiedene Anzahl an Spielern verschiedene Beschränkungen oder verschiedene viele Plättchen, die man bekommt oder irgendwas, weiß ich nicht genau. Dadurch wird man mehr Abwechslung reinbekommen, aber ich finde 7 von 10 gutes Rating. Wo man vielleicht was machen könnte, man könnte den Detektiven Special Abilities geben. Der eine ist eher der Busfahrer, das heißt, der hat mehr Bustickets, der andere ist eher so der U-Bahn-Typ, der hat mehr U-Bahn, dass du den so ein bisschen so Kategorien zuordnest. Oder halt Rollen. Die haben vom Chef gesagt bekommen, hey, du fährst die U-Bahn-Station ab und der andere hat gesagt, hey, du fährst die Busstation ab. Und der andere, du musst mit dem Taxi, du schaust mal. Dann kriegt halt der eine kriegt halt doppelt so viel Taxi, aber der für halb so viel U-Bahn und Bus. Der andere kriegt doppelt so viel Bus, halb so viel. Also dass man da so ein bisschen, da kann man ja für sich selbst entscheiden, aber es wäre, fand ich das auch sehr. Wenn ihr da irgendwas klug ausgeklügeltes habt, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Dann würden wir, wenn es eine gute Idee ist, einfach nochmal das Spiel spielen mit eurer Idee. Das fände ich richtig geil. Ja. Wenn da jemand eine richtig gute Idee hat, wie man das Spiel einfach eine andere Variante spielen könnte. Ja, vielleicht auch einfach mit der Story verknüpfen oder nicht. Einfach mal eure Gedanken reinschreiben. Dann Spannung ist unser nächster Punkt. Da würde ich ich würde an sich eine 8 von 10 geben, weil ich finde, es ist als Mr. X immer spannend. Kommen Sie jetzt an mich ran. Also es ist vor allem immer dem Zug, an dem man sich zeigt und ein, zwei Züge danach, finde ich es besonders spannend. Okay, kriegen Sie mich jetzt? Weil an sich sind die Detektive meistens schon relativ nah dran oder im näheren Umfeld. Und dann finde ich es schon immer spannend, okay, kommen Sie jetzt auf mein Feld, denken Sie, ich bin da lang gegangen,
werde ich jetzt eingekreist oder nicht, komme ich hier durch. Ich finde es an sich schon spannend, aber es ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Ja, also kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass für Mr. X spannender ist als für die Detektive. Ja, das glaube ich. Also was heißt spannender, dass es mehr Spannung gibt oder mehr Spannung da ist, mehr Stress da ist, weil du halt vor den, ich meine, das ist wie im echten Leben, im echten Leben, falls man vor der Polizei weglaufen sollte, hat man, glaube ich, immer als Dieb oder als Verbrecher mehr Stress als die Polizei selber. Ja. Genau, dann der Spaßfaktor. Das ist natürlich immer personenabhängig. Mir persönlich macht es mega Spaß. Du kannst mit deinem Teamkollegen, kannst du dich beraten, du kannst Theorien austauschen. Und da hat jeder eine andere Meinung. Deswegen würde ich da auch eine 8 von 10 geben, weil ich es echt witzig finde, einfach mit, zu sehen, wie reagieren die anderen, wie reagieren die anderen auf deine Aussagen. Also da ist an sich echt, kann echt gut was zusammenkommen. Ich glaube, also dadurch, dass ich jetzt das erste Mal gespielt habe und Mr. X war, ist wahrscheinlich mein Spaßrating eher weniger oder fällt weniger aus, weil ich mich einfach zu sehr auf dieses Spiel konzentrieren musste und zu sehr mit dem Kopf her angestrengt war. Das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat oder dass ich es nicht cool fand, aber es war halt nicht im klassischen Sinne spaßig oder hat einfach Fun Factor gehabt. Ich glaube, dass es, wenn du zum Reinkommen, sollte man erstmal ein Detektiv spielen. Habe jetzt vielleicht nicht klug gemacht, aber war auch eine geile Erfahrung, das gleich einfach ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Aber zum Reinkommen, ein bisschen mehr Spaß zu haben, ist Detektiv wahrscheinlich klüger. Und dann, wenn du es 2-3 Mal gespielt hast, dann Mr. X spielen, dann ist, glaube ich, der Spaßfaktor auch da. Was du hast jetzt 8 von 10 gesagt, gell? Also ich würde wahrscheinlich eher sagen, von meiner Sicht jetzt 6 von 10, aber auf jeden Fall Potenzial nach oben. Also 8 von 10, das ist öfter gespielt. Ja. Würde ich auch durchaus solides Rating ansehen. Genau, dann kommen wir zur Ausstattung. Klar, es ist simpel gehalten, es ist auch nur das Nötigste da. Ich würde 5 von 10 sagen, du hast jetzt keine krassen Gimmicks, die du noch anwenden kannst oder noch was, aber es ist das Nötigste da. Es ist eigentlich alles da, was du brauchst. Du hast ein Brett, sogar wo extra vorgegeben ist, wann du dich zeigen musst. Die passt perfekt rein, die Kärtchen, dass es auch nicht verrutscht dann, wenn du drin bist. Also von der Ausstattung 5 von 10, würde ich sagen. Ja, man muss das Spiel, also ich stimme 5 von 10 auch zu, weil man es halt jetzt mit den neuen Spielen vergleichen muss. Man muss dazu aber auch sagen, das Spiel hat 1983 den Kritikerpreis bekommen. Das heißt, es ist von 82 oder 83 die Erstausgabe. Ja. Und seitdem haben sich die Regeln ja nicht verändert. Das heißt, man kann ja auch nicht einfach neue Sachen dazu machen. Und für dieses Spiel ist es die Ausstattung völlig ausreichend. Aber wenn man es halt mit neueren Spielen vergleicht, halt, ja, es ist halt, man braucht nicht mehr, aber es ist halt auch nichts Krasses jetzt. Dann, wenn wir die Optik ansprechen, haben wir vorher schon gesagt, es ist halt, wie es zum Spiel passt, es ist simpel gehalten, aber es lenkt dich jetzt auch nicht ab, sondern es passt einfach gut dazu. Deswegen würde ich da auch eine 7 von 10 geben. Ich würde mehr nicht, weil es ist jetzt nicht irgendwie krass herausstechendes oder sonst. Aber eine 7 von 10 würde ich sagen passt, weil es einfach zur ganzen Spielidee passt. Stimme ich auch zu. Also ich finde, optisch gesehen, es ist einfach simpel gehalten. Ich wollte jetzt ein kluges Wort sagen, aber lasse ich lieber. Simpel gehalten. Und das reicht auch vollkommen aus, aber mehr als 7, weil es halt einfach Standard ist, sage ich mal. Dann Komplexität. Ja, an sich würde ich sagen, es ist ziemlich simpel. Du landest auf dem Feld und musst halt mit den jeweiligen Tickets versuchen, Mr. X zu holen. Ja, da würde ich tatsächlich auch nur eine 3 von 10 geben, weil klar, du musst ein bisschen überlegen, wo muss ich hinfahren, wo muss ich... Vielleicht eine 4 von 10, weil du musst schon... Obwohl, es geht ja nicht um die Komplexität, wie man spielt, sondern um das Spielverständnis eher. Ja, dann würde ich bei einer 3 von 10 bleiben, weil es an sich... Ja, wir haben einmal Komplexität und einmal Verständlichkeit. Genau. Also dann, Komplexität ist an sich, wie viel das Spiel an Komplexität bietet. Achso, ja, dann würde ich vielleicht sogar wirklich mit einer 5 von 10 gehen, weil es für den, wenn du als ein Mr. X gegen 5 andere spielst, dann ist es, glaube ich, ziemlich komplex, sich da die Wege durchzuschlängeln. Klar, ist es gegen 2 andere ist es leichter, aber
Ich glaube, wenn du das wirklich mit der maximalen Anzahl an Personen spielst, dann könnte das schon ziemlich komplex sein. Also würde ich mit einer, was habe ich gesagt, 5 von 10. Ich, ja, würde ich auch zustimmen. An sich, die Komplexität ist halt, dass du so viele verschiedene Möglichkeiten jeweils in Betracht ziehen musst. Genau. Deswegen kann es auch durchaus höher sein. Ich finde es halt schwer, das zu bewerten, weil eigentlich hast du ja maximal 3 Möglichkeiten, wie du, was du jede Runde machen kannst. Aber dann das immer mit zu überlegen, was der andere jetzt gemacht haben könnte und dann im Team mit zu überlegen, was sollen wir jetzt als nächstes machen. 5 von 10 finde ich in Ordnung, vielleicht mit Tendenz nach oben. Ja. Dann Verständlichkeit, da würde ich dann mit den 3 von 10 gehen, weil ich würde sagen, ist das auf jeden Fall, oder ja. Das ist andersrum. Also wenn es verständlich ist, dann ach so, ist es ja dann ist höher. Ah, okay. Ja, dann würde ich da mit den 7 von, ja, dann würde ich sogar 8 von 10 geben, weil es ist ziemlich einleuchtend, was du tun sollst. Du musst dich halt auf der Karte zurechtfinden immer, was ein bisschen schwierig manchmal ist, also vor allem als kompletter Anfänger die ganzen Zahlen zu finden, kann manchmal ein bisschen dauern. Oder, also deswegen 8 von 10, aber ja, genau. Das ist auch mein einziger Minuspunkt, weil es ist, also die Idee an sich oder die Regeln an sich sind mega easy, aber es sind 199 Felder. Ja. Und das sich zu merken, vor allem als Mr. X, weil du ja nicht immer da hinschauen kannst, wo du gerade bist, weil sonst checken das ja die anderen. Deswegen finde ich die 2 Minuspunkte völlig gerechtfertigt, also 8 von 10, ja. Ja. Dann Spielidee, würde ich eine 7 von 10 geben, weil ich finde es ein mega cooles Prinzip, dass 3, 4, 5 Leute einen Mr. X suchen und den dann finden müssen, die müssen ihn einkreisen und dann auf sein Feld kommen. Aber wenn man es mit neueren Spielen vergleicht, ist es halt doch wirklich simpel auch mit. Und es bietet jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, also du weißt schon immer, weil mir fehlen gerade die Worte, die ich schreiben soll. Ich springe kurz ein, also ich finde Spielidee auch 7 von 10, das ist okay, ja. Weil man merkt einfach, dass es ein früheres Spiel war, wo du noch nicht so krass viel Gedanken dahinter setzen musstest, wie du jetzt ein richtig gutes Spiel machst, das auch von den anderen Spielen sich abhebt. Und deswegen, die Spielidee ist, finde ich, gut, simpel, aber verglichen mit den neueren Spielen mussten sich die Spielentwickler ja nicht so viel Gedanken dahinter machen, weil du einfach ein Spiel raushauen konntest mit so einer simplen Idee. Aber das ist auch, man muss auch erstmal diese simple Idee haben, aber trotzdem finde ich jetzt nur 7 von 10, weil es halt einfach nicht so ist. Krass, dass du dahinter gesetzt hast, dir jahrelang da Gedanken drüber gemacht, wie das funktioniert und wie du die Regeln machst und so weiter. Deswegen. Ja. Ja. Genau. Dann haben wir noch die Umsetzung des Themas. Ich würde sagen, es ist genau so umgesetzt, wie wir es vorgestellt haben. Also es ist ein Detektivspiel, es ist ein Suchspiel. Es ist ziemlich verworren hier, du kannst jegliche Straßen gehen. Ich würde 9 von 10 geben. Ja. Würdest du da mitgehen? Glaube ich, braucht man jetzt nicht viel umsetzen. Ich finde auch cool, dass in London ist und dass sie diese 3 verschiedenen Verkehrsmittel, die du in London benutzt, dass sie die eingebaut haben, beziehungsweise 4 für den Mr. X, dass du auch noch auf der Themse Boot fahren kannst. Genau, das ist ein cooles Gimmick, dass du da Boot fahren kannst. Ja, das ist auch ziemlich cool. Außerdem, die Symbole schauen genauso aus und das hier sind auch die Symbole, die in London auf den die Busstationen quasi drauf sind, also so wie die ausgeschildert sind. Deswegen finde ich das ziemlich cool gemacht, dass halt dieses Londoner Scotland Yard Detektivthema, das ist eigentlich echt gut umgesetzt. Deswegen 9 von 10 völlig berechtigt. Genau, und dann die persönliche Bewertung, finde ich, ist ein Top-Spiel. Ich würde da auch 9 von 10 geben. Es macht Spaß zu spielen. Es macht Spaß als Mr. X zu spielen. Es macht Spaß als Detektiv zu spielen. Es ist einfach cool. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ja. Also, dann wären wir insgesamt bei 73 von 100 Punkten. Und ist auf jeden Fall ein Spiel in der oberen Kategorie. Klar, Luft nach oben ist natürlich auch nicht das jüngste Spiel. Aber ja, also die Abstriche waren jetzt halt in quasi Ausstattung, Optik,
Klar kann man da argumentieren, ja, es ist halt ein simples Spiel, muss simpel gehalten werden, ist jetzt nicht sonderlich aufwendig. Aber man muss es halt immer mit diesen aktuellen Spielen vergleichen, die aktuell rauskommen, wo mega viel Gedanken dahinter sind und so weiter. Und deswegen halt nur 73. Man muss dazu auch sagen, dieses Rating ist nicht so, dass wenn man jetzt 30 Punkte abgezogen hat, dass es dann schon untere Kategorie ist, sondern man muss wirklich diese Rating von 0 bis 100 sehen, eine Linie, und das ist wirklich bei 73%, also oberes Drittel der Spiele. Auf jeden Fall nicht schlecht, kann sich sehen lassen. Kompliment an die Spielentwickler von 83, schon so ein klasse Spiel, das sich so lange gehalten hat, weil Spiele, wenn die sich so lange halten, irgendwann sind dann Spiele doch ausgelutscht, und deswegen, wenn sich das Spiel von 82, 83 bis jetzt gehalten hat und das immer noch geil ist, vor allem auch für die Jugend, die doch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne haben. ja, Top-Spiel, 73 von 100 Punkten. Kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Ein Tipp vielleicht noch von mir oder auch von dir, wenn du einen sagen willst. So als Idee, weil ich habe jetzt nur Mr. X gespielt. Wenn man, also meine Idee war, wo ich viel Taxi gefahren bin, dass man überall hin Taxi fahren kann. Also klar gibt es ganz, ganz selten nur welche, wo man hier zum Beispiel nur mit Bus eine kurze Strecke fahren kann. Aber alles andere ist eigentlich mit Taxi auch zurücklegbar. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre viel Taxi. Auch wenn man da wenig Strecke überbrückt, damit man nicht weiß, wo ich bin oder nicht erahnen kann. Und wenn ich dann, einmal bin ich mit der U-Bahn gefahren, im Underground, da habe ich dann eine schwarze Karte benutzt, also ein Black Ticket, damit man halt nicht sieht, dass ich hier von 67 bis 79 bin ich, glaube ich, gefahren, dass ich dann hier so eine weite Strecke zurücklege. Und so habe ich halt versucht, das zu verschleiern. Das ist vielleicht das Tipp für euch, dass ihr das so überlegt, also dass ihr verschleiert oder dass ihr nachdenkt, wenn ich jetzt von irgendeiner Station aus, sagen wir hier, einen Bus benutze, kann ich nur in drei Sachen oder so hin. Ja. Wenn ich Taxi benutze, auch kann ich, fünf verschiedene Sachen zum Beispiel. Also es ist, ja, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Vor allem direkt nach dieser Runde, wo sie euch sehen. Ja. Also da einfach Taxi fahren, dann könnt ihr irgendwo hin und von da aus könnt ihr dann... Ja, mein Tipp, also Tipps kannst du ja eigentlich, die Detektive müssen sich halt immer selber überlegen, wie sie spielen wollen. Da ist es schwer, einen Tipp zu geben. Man muss sich halt mit seinen Teampartner absprechen, aber mein Tipp an den Mr. X wäre, was bei dir auch der Fall war, spart nicht mit euren Mal 2 oder Black Tickets. Ja. Wenn ihr einmal getroffen werdet, seid ihr raus, dann bringt euch nichts. Du hast keine von den beiden Mal 2 benutzt, du hast ein Black Ticket benutzt, spart damit nicht. Ich meine, Erik ist bis zur 15. Runde gekommen, die bringen dir, vor allem die Mal 2 Tickets sind Gold wert, um einfach weit wegzukommen, um dir ein bisschen Abstand zu holen. Dann kriegst du automatisch 2, 3, 4 Runden nochmal durch. Dann machst du nochmal mal 2. Dann bist du vielleicht in der Nähe von der Themse, fährst Schiff. Also nicht damit sparen und nicht denken, ich brauche das ganz am Ende. Ja, das war das Problem, was ich mir gedacht habe. Ich dachte mir, okay, von 18 bis 24, das ist da klug. Dann nehme ich die einfach schnell, die 2x2, dass ich da schnell durchkomme. Aber an sich, warum? Im Nachhinein dachte ich mir, okay, das war halt unklug und hätte ich halt einfach, früher einsetzen sollen. Als Detektive ist eigentlich der einzige Tipp, den man geben kann, redet viel. Ja. Also, mehr gibt's, glaube ich, nicht. Genau, dann, falls euch das Review gefallen hat, würden wir uns auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mehr von uns sehen wollt oder falls ihr spezielle Spielidee-Reviews habt für uns, für gewisse Spiele, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ansonsten würden wir uns natürlich über ein Abo freuen, Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Video.